Herzlich willkommen bei StudyAppTV. Wir hatten im letzten Video ja schon herausgefunden, wie man Loslagerungen konstruiert, und wir wissen ja auch schon, dass es sowas wie Festloslagerungen gibt. Da ist es ja auch nur konsequent, dass wir uns nochmal gerade über Festlagerungen unterhalten. Was ist der Unterschied zwischen einem Festlager und einem Loslager? Man muss die axiale Beweglichkeit am Gehäuse und an der Welle verhindern. Warum muss man das verhindern? Weil in einem Festlager auch die Dehnung der Welle infolge von Temperaturänderung behindert sein soll. Denn wenn man sich vorstellt, man hätte so eine Welle, die irgendwie an zwei Stellen losgelagert ist, und die kriegt einen Schlag in axialer Richtung, dann würde die Welle ja insgesamt wackeln. Wir wollen ja nur thermische Dehnung ermöglichen. Wir wollen nicht, dass die Welle in irgendeiner Form axiales Spiel hat und schlabbert, wenn sie einen Drehmoment überträgt. Also müssen wir einen Punkt fest fixieren, und von da aus kann sich die Welle dann entlang der Richtung des Loslagers dehnen oder nicht. So, und wenn wir das jetzt also wissen, ist die Frage, wie könnte man denn so ein Festlager standardmäßig konstruieren? Wir machen das Ganze mal anhand eines Beispiels und nehmen dafür Rillenkugellager. Die sind in der Handhabung sehr angenehm und so eine technische Standardlösung. Wie könnte man sowas denn mal zusammen konstruieren? Also wir fangen mal gewohnt an mit einem Wellenabsatz, auf dem später unser Lager drauf soll. So, dann hatten wir schon festgestellt, es gibt zwei so Standardgeschichten, die man da beachten soll, nämlich erstens eine Phase. Diese Phase dient zur Montage. Denn wenn man sich vorstellt, dass hier durch diese Schräge ja das Lager, das jetzt hier relativ bündig auf der Welle sitzen soll, draufgeschoben wird, dann passt es ja an der Stelle dann besser drauf und man haut nicht schon die erste Macke in den Wellenabsatz. So, damit das Ganze jetzt am Gehäuse an der Welle nach rechts hin fixiert ist, machen wir hier mal einen etwas größeren Wellenabsatz. Und dann ist auch schon das, was uns an der Welle interessiert, gemalt. Deswegen ist die dann hier zu Ende. Eine Symmetrielinie drunter, weil unten keine neuen Informationen mehr stecken. Und jetzt können wir hier unser Rillenkugellager draufschieben. Das sieht dann irgendwie vielleicht so aus und hat die beiden Lagersitze. So, jetzt haben wir es also an dieser Seite schon auf der Welle fixiert. Das reicht aber noch nicht. Wir müssen es ja axial fixieren, sowohl an der Welle als auch am Gehäuse. Also machen wir hier noch einen Sicherungsring hin. Dieser Sicherungsring ist immer so ein bisschen die Standardlösung, wenn man irgendwas an der Welle fixieren will, ohne dass man einen Absatz hat. Sicherungsringe sind konstruktiv, die Holzhacker-Methode, weil ich muss hier eine Nut reindrehen, in der der Ring dann quasi draufgezogen wird, und die sitzen dann wirklich ziemlich spack auf der Welle und können sich nicht mehr bewegen. Aber konstruktive Kerben sind immer doof. Da hatten wir uns im Rahmen der Gestaltungsregeln schon mal drüber unterhalten. So, jetzt haben wir es hier also schon mal, wie man erkennen kann, an der Welle fest. Jetzt müssen wir irgendwie das Ganze am Gehäuse auch noch hinkriegen. Wie könnte man das denn jetzt machen? Wir können mal damit anfangen, dass wir das Gehäuse so konstruieren, dass wir einen Absatz im Gehäuse haben, gegen den wir das Lager schieben. Das sähe dann vielleicht irgendwie so aus. Hier ist der Absatz, anderes Bauteil, andere Schraffierung, und schon haben wir es hier fest. Jetzt müssen wir es hier noch irgendwie festschrauben. Da gibt es natürlich jetzt mehrere Möglichkeiten. Man könnte noch einen Sicherungsring machen. Zwei so Sicherungsringe übereinander ist dann aber endgültig doof. Das macht man nicht. Was macht man dann stattdessen? Man könnte zum Beispiel einen Deckel dran schrauben. Wie sieht das dann aus? Hier kommt der Deckel, ich mache mal etwas deutlicher. Der drückt hier gegen den oberen Lagerungssitz und ist hier entsprechend irgendwie mit dem anderen Teil des Gehäuses verschraubt. Das heißt, hier kommt eine Schraube rein und dann sehen wir, wir sind fertig. Ganz wichtig sind jetzt hier zwei Dinge, das möchte ich einmal dazu sagen. Erstens ist die Ebene, in der der Deckel an das Gehäuse geschraubt wird, nicht die Ebene, an der der Lagersitz hängt. Also das heißt, Ebene Lagersitz ist nicht gleich Ebene Deckel.
Das hat fertigungstechnische Gründe, denn ich habe ja hier fertigungstechnisch bedingt ein Spiel. Gleichzeitig ist es aber so, dass der Anschlag hier des Deckels am Gehäuse entscheidend dafür ist, dass die axiale Beweglichkeit des Lagers am Gehäuse verhindert ist. Wenn ich jetzt aufgrund von Fertigungstoleranzen hier in dieser Ebene ein Spiel habe, schraube meinen Deckel ans Gehäuse und er drückt hier unten gar nicht an den Lagersitz, habe ich nichts gewonnen. Denn dann rappelt mir hier das Lager gegen den Deckel und ist ratzfatz kaputt und das Ding funktioniert nicht vernünftig. Deswegen trennt man das Ganze hier. Und dann kann ich noch was dazu sagen. Die Strichpunktlinie ist in diesem Fall eine schematische Zeichnung für eine Schraube. Wie man eine Schraube in echt zeichnet, in technischen Darstellungen, das begucken wir uns nochmal später, denn man schaut auf die Schraube und sieht vor lauter gestrichelten Linien und irgendwelchen Schraubenköpfen, Gewinden, die in irgendwelchen Gehäusen stecken oder nicht, am Ende gar nichts mehr. Deswegen begucken wir uns das in Ruhe und bleiben erstmal bei Strichpunktlinien. Dann sehen wir jetzt also, an dieser Stelle wären wir mit unserem Festlager fertig. Jetzt gibt es natürlich eine ganz große Anzahl unterschiedlicher Möglichkeiten, wie man das lösen kann. Ich habe schon gesagt, man könnte jetzt, wenn man wollen würde, hier auch noch einen Sicherungsring dran machen. Man hätte auch hier rechts noch einen Sicherungsring dran machen können. Es gibt Möglichkeiten, das Gehäuse auch anders zu gestalten und, und. Wir präsentieren hier mal so eine Standardlösung, die in der Regel funktioniert, die montierbar ist, die fertigungstechnisch sinnvoll ist und die einigermaßen optimal konstruiert ist, was die Vermeidung von Kerben und Ähnlichem angeht. Und sind dann an dieser Stelle mit der Gestaltung von Festlagern auch schon durch. Wenn man jetzt ein Loslager und ein Festlager irgendwie zusammen anordnet, kommt man zu dieser besagten Festloslagerung. Und wie das dann anhand einer kompletten Welle aussieht, gucken wir uns noch an. Was wir jetzt im nächsten Video allerdings erstmal machen, ist uns darüber zu unterhalten, wie das eigentlich mit Tragstützanordnung funktioniert. Da gab es ja Kegelrollenlager, und das ist ein ganz anderes Konzept, wo man eben nicht an einer Stelle eindeutig alle Freiheitsgrade blockiert und an der anderen nicht, sondern irgendwie ein gewisses axiales Spiel möglich ist. Wie also so eine Tragstützanordnung konstruiert werden kann, am Beispiel einer X-Anordnung als auch an der O-Anordnung, das schauen wir uns dann im nächsten Video an.